Mit dem vierjährigen Dito stellen wir heute in Vorarlberg Online-Usern einen bekannten Kandidaten nochmal vor. Marco, erstens, warum wird er nochmal vorgestellt bei uns auf Vorarlberg Online? Und es liegt ja nahe, er ist wieder zurückgekommen. Warum ist er zurückgekommen? Also zuerst möchte ich ihn einmal vorstellen. Das ist Dito, ein vierjähriger Schäfermix. Ist schon länger bei uns im Tierheim, beziehungsweise wurde einfach nochmal abgegeben bei uns, weil es mit dem vorigen Besitzer Schwierigkeiten gab. Jetzt ist er seit Februar wieder bei uns und wartet verzweifelt auf einen neuen Besitzer. Was war der Grund, dass er wieder zurückgekommen ist im Februar? Der Grund, dass er zurückgekommen ist, wissen wir nicht so genau. Es gab da Schwierigkeiten, dass er mal geschnappt hat. Wie das vonstatten ging, wissen wir nicht so genau. Also, ja. Wie würdest du Dito charakterisieren und sprich, was wünscht ihr euch von der Familie für ihn? Was müssen die mitbringen? Vom Charakter her ist Dito ein sehr lebendiges Tier, testet ab und zu noch seine Grenzen aus, ist sehr agil, lebhaft. Sollte auf keinen Fall zu Katzen, also Katzen sieht er eher als Beute an, jagt sie, auf keinen Fall auch zu Kleintieren. Wir würden uns freuen über eine Familie mit Garten und am idealsten wäre jemand, der vielleicht schon Hundeerfahrung hat. Wie sieht's mit Kindern aus? Mit Kindern an und für sich kein Problem, wobei die Kinder vielleicht schon ein bisschen älter sein sollten, weil er doch eine stürmische Art hat und vielleicht auch ab und zu einfach so ohne irgendwelchen bösen Hintergedanken zufällig mal jemanden blöd erwischt oder so. Also von dem her, Kinder bitte wenn, dann schon in einem gewissen Alter.